Das Ding bestimmt episch und nicht ab. Jawohl, die waren immer stärker, als ich schon dachte. Also mach mal so, mach mal das Fahrgestell aus. Oh. Schon mal ein guter Anfang. Alles bewegt sich nicht. Okay, das Ganze. Resume Flight. Recover. Ich kann ja nicht mehr zurücksetzen, das habe ich ja ausgestellt gehabt, in Optionen. Also nochmal. Das ging direkt von hier, oder? Armer Jab. Nein. Octotest. Launch. Also diesmal ohne Fahrgestell, da gibt es irgendwie Probleme. So. SAS an. Schub mal auf 20%. 33%. 3, 2, 1. Hat abgehoben. Und ich habe kein Staging gemacht, also sind auch die Fallschirme gleichzeitig angegangen. Ja. Also 33% reichen schon, um abzuheben. Das heißt, mit 100% würden wir richtig schnell abheben. Aber guckt euch mal den Treibstoff an. Das könnte eng werden. Damit ein komplettes Abbremsmanöver zu machen. Wobei die Fallschirme machen ja das meiste, ne? Ja, okay. Recover Vessel. Das ist soweit okay. Jo. Dahin. Das heißt, das gute Ding müsste eigentlich mit noch mehr Treibstoff versehen. Ein klein bisschen wenigstens. Bist du? Du bist Monopropellant-Tank. Haben wir noch solche Tanks? Auch Monopropellant? Das sieht doch mal schick aus. Doppelschwimmringe. Ja, das ist mir schon wesentlich lieber so. Okay, also das ist jetzt du Test. Dann kommt eine neue Stage. So. Und das ist jetzt die Stage, die den Orbit um Duna bricht und uns wahrscheinlich zum Orbit überhaupt erstmal hinbringt. Also braucht ihr viel Treibstoff. So, das wird schon wieder so ein Schlackerding. Ich sehe das jetzt schon kommen. Ich bräuchte eigentlich jetzt schon die Atomtriebwerke. Habe ich noch nicht. Warte. Machen wir daraus doch einfach so ein... Oh. Okay, erstmal ein Adapter. Nicht den Adapter. Den Adapter. Okay. Dann machst du bitte den Tank da dran. Und was für einen Antrieb bekommst du? Du. Rechte Maustaste. Du hast Vectoring Rage 2,5 Grad, hast du Gimbal. Du hast ein ISP von 390 im Vakuum. Und das Ding wird erst im Vakuum aktiv sein. Okay. Was hast du im Vakuum? 370 nur im Vakuum. Du? Minus 300 im Vakuum? Was? Oder ist das ein Biss? Also bis 370, okay. Du hast nur 300 im Vakuum, bist also nicht so wirklich super toll. 350. Also das Ding da scheint echt das Beste dafür zu sein. 370, auch 390, aber du bist zu klein. Ja. Komm, aber schon zu groß vor irgendwie. Man muss ja einfach nur recht fein dann steuern. Das sollte ich hinkriegen. Was bist du? Was zum Geier bist du? Du bist... Achso, du bist das Mischding aus Booster und was weiß ich. Du bist sehr komisch. Quäck. Ja, so. Ich hätte völlig irritiert, das Ding. So, du machst jetzt bitte hier so ein. Jetzt kommen die tollen Rollen und Tanks wieder. Wie packe ich das Ganze? Oh.
können das ganze Ding bewegen. Okay. Sind jetzt schon bei 15.000 übrigens. So, jetzt kommt die Stage, die uns in einen Orbit und Körper bringt und das ganze Ding hier hochbekommt. Das wäre eine Orange Tank. Ich weiß nicht, ob die Stage das wirklich bis nach Duna hinschafft und dann... Ah, gucken wir mal. Wir haben ja ein bisschen Geld zum Spielen. Dann machen wir noch einen orangen Tank unten dran. Und dann ein Skipper-Sail. War das Skipper oder Main-Sail? Main-Sail war das starke. So, jetzt hätte ich gerne... Hydraulic Detachment Manifolds. 2, 3. Und dann die hier. Da dran. Bist du mittig? Siehst nicht mittig aus. Nee. Oder? Doch, die sind okay. So, das hätte ich ganz gerne. Und dazu glaube ich trotzdem noch mehr. Wir sind jetzt schon bei 54.000. Also eigentlich hätte ich ganz gerne nochmal jeweils an den Seiten drei orangene Tanks mit einem Triebwerk, die ihr Treibstoff in die Mitte reinpumpen. Aber ich weiß nicht, ob der das schafft, die zwei Tanks später in die restlichen Orbit reinzubekommen. Das bezweifle ich stark. So, also vier davon plus Mainsail. Das wäre ruhig von vornherein mit ein bisschen mehr Schub geben können. So, dann werden die vier weggesprengt, wenn sie fertig sind. Später wird das da weggesprengt und das Ding fliegt ja nach Duna, bremst vor Duna ab und das kleine Ding da, das landet dann irgendwie. Okay, Octotest wird umbenannt in Octo Duna Explorer. Speichern. Ja, das würde jetzt schon ein bisschen mehr wehtun. Also wenn das jetzt nichts wird. Aber ja, es könnte man theoretisch fünfmal fast testen. Das sollte okay sein. Ja, okay. Auf nach Duna, würde ich sagen. Habe ich irgendwas vergessen? Bei dem Ding hier oben. Es kann Forschung betreiben mit dem Temperaturding, mit dem Science Junior. Nicht mit einem Guttank. Das ist schade, aber lässt sich nicht ändern. Das Pressure-Ding haben wir immer noch nicht. Also Luftdruck messen, das hätte ich eigentlich auch ganz gerne dabei. Aber das musste der Nächste mitbekommen. Ja, okay. Starten. Was? Das Ding ist zu schwer. Speichern. Geh mal kurz raus hier. Das ist jetzt unerwartet. Wie teuer ist das Upgrade? 322.000. Okay. Warte. Sieht komisch aus. Aber könnte klappen. Okay. 3 Tonnen, ernst? Dreifachsymmetrie. Okay. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass das Spiel mich nicht wirklich behindern will, sondern dass es mir indirekt helfen will, eine bessere Rakete zu bauen. Weil das könnte echt besser funktionieren, soll wir viel weniger Gewicht haben, das wir hochbringen müssen. Achso, Stahlseile. Ja, das ist relativ kompakt, ne? Ja, hat nicht wirklich viel Schlackerraum hier. Sollte okay sein. So, darf ich jetzt bitte starten? Das ist lieb von dir. Mist, wir müssen wieder raus. Abort, abort, abort. Na, wer kann es sich denken, was ich vergessen habe? Das ist was ganz Wichtiges, wenn man ohne Piloten fliegt. SAS. Weil sonst können wir das Ding nicht ordentlich lenken.
Also ja, das Octo-Ding hat schon mal ein besseres SAS als die anderen Sachen. Aber es ist immer noch nicht genug. So, unter was war das? Command and Control, da. Small Inline Reaction Wheel ist zu klein. Advanced Reaction Wheel ist zu groß. Das sieht genau richtig aus. Und ich bab hier auch nochmal einen rein. Damit das für das obere zuständig ist und das für den schweren, mittleren, unteren Bereich. Mal gucken, ob das so hinhaut. Und es hat vom Gewicht trotzdem noch gepasst. Dankeschön. Okay. Okay. Duna ist das Ziel, hm? Dann wählen wir doch Duna gleich mal als Ziel aus. Da hinten ist Duna. Set as Target. Okay, okay. Eine möglichst schöne, glatte... Duna ist nicht auf einer glatten Umlaufbahn. Doch ist es. Das Grüne da ist unsere... Ja, ist alles auf einer Ebene. Sehr schön. Also wenn wir genau unsere Standard-Umlaufbahn hinbekommen. Richtig schön glatt. Dürften wir auch eine sehr gute Chance haben, eingefangen zu werden. So, Staging überprüfen. Das sieht zum Beispiel nicht gut aus. Triebwerke zuerst. Also, Flüssigstoff, Triebwerk aktiv, Feststoffbooster aktiv, Feststoffbooster werden abgesprengt, Flüssigtreibstoffding wird abgesprengt. Neues Triebwerk startet, kann gleichzeitig. So, dann wird irgendwann das auch abgesprengt, das Ding landet. Ich hoffe mal, wir haben überhaupt genug Abstand gelassen. Ja, die Dinger müssten sich teleskopartig weiter ausfallen, dann haben wir immer noch genug Spielraum da unten. Ja, die Triebwerke starten, werden aber noch nicht brennen, da muss ich drauf achten, dass sie keinen Schub drauf haben. Die sollen nämlich eigentlich erst Schub geben, wenn die Fallschirme ausgefahren sind und das Ding kurz vom Boden ist. Trotzdem mache ich sie vorher schon mal an, damit ich Kontrolle drüber habe, falls irgendwas schief läuft. Ja, okay. Und es ist kein Körben drin. Okay. Wir haben kein Licht. Aber deswegen jetzt nochmal. Nee, ich will jetzt nach Duna. Okay. Also, SAS an. Schub machen wir erstmal auf 66% und gucken, wie es läuft. 3, 2, 1. Es wackelt. Und es kriegt richtig schnell Schub. Also gehen wir runter. Ja, ein bisschen mithelfen musste, sonst kommt man nicht auf 250. Du bist viel zu schnell alle, orangener Tank. Das ist nicht schön, orangener Tank. 2500, wir sind bei der Hälfte, also bei 5.000, 6.000 rum, sind die leeren Kopf weg. Geschwindigkeit sieht gut aus, wir sind schnurstracks gerade nach oben. Okay. Ja, alles gut. Das Ding sieht echt komisch aus. Ah, so, 250 Meter gleich. Schub ein bisschen runter. Rest mache ich die Feststoffbooster, solange sie noch da sind. Kurz bevor wir sie absprengen, wieder Schub hoch, damit wir es ausgleichen können. Oh, die halten echt lange, die sind super. 10.000, eigentlich müsste ich kippen, aber damit warte ich kurz. So, Schub hoch. Weg mit euch, kippen. Gegensteuern. Das läuft super mit dem SAS. Genau, ausgleichen, ausgleichen. Schub ein bisschen runter, gucken. Wie hoch bist du schon? Oh, bist jetzt bei 30.000. Okay, mehr Schub. Lalala. Ah, 40.000. 50.000. 60.000. Okay. M. Treibstoff ist okay. Ist okay. Hat super geklappt. Also ja, danke schön Spiel, dass du mein Gewicht beschränkt hast. Sonst hätte ich viel zu viel Zeug mitgenommen, was uns gar nichts wirklich bringt. Das heißt, wir haben dann nur mehr Schub, um das Gewicht auszugleichen,
was wir nur haben, weil wir mehr Schub haben wollten. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja.